Willkommen zur letzten Folge dieser Session. Was ist denn da unten wieder los? Ist der da runtergekommen? Ich glaube, es hackt. So, da ist das Dorfzentrum, was wir momentan eh nicht attackieren können. Wir sind... Oh. Doch kleiner als gedacht, aber hier haben wir auch noch so ein Vor. Wir können ja schon mal so ein bisschen erkunden hier. Cheshire, wie kennst du das? Wo ist denn da mein Held? Ach da. Gabar. Ready? Yes. Ready. Ready. Tillyre. Die Schatzflotte gehört uns. Mein Schatz. Hä? Ach, das andere waren, Nebenziele, fuck. Hätte ich ja doch kein Folgenpreis mehr machen brauchen. So, Kacke. Man müsste natürlich lesen können, das wäre praktisch. Nun, Sahin, deine spanischen Freunde haben dich wohl deinem Schicksal überlassen. Wenn du mich tötest, kann niemand mehr den Zirkel von Ossus aufhalten. Gut gemacht, Morgan. Die Schatzflotte ist unser und meine Männer kontrollieren den See. Ich warne euch, wie ich die Konquistadoren gewarnt habe. Der Lago de la Luna ist eine uralte Macht. Treibt kein Spiel mit ihr. Morgan, warum ist dieser Wilde noch am Leben? Die Inka standen uns gegen die Spanier bei. Warum sollten wir sie töten? Ich bin Großoffizier. Und ihr habt meinen Befehlen zu gehorchen. Richtet den Türken und die anderen hin und trefft mich dann am See. Begreifst du, Franzose? Du wurdest hereingelegt. Ruhe! Wach endlich auf! Der Zirkel von Ossus ist an dem See interessiert. Er hält ihn für den Jungbrunnen. Ich wollte nur verhindern, dass er in die Hände des Zirkels gerät. Und in die von Alain Magnan. Was redest du da? Alain hat sein Leben dem Orden verschrieben. Er ist kein Mitglied des Zirkels. Morgan, er hat recht. Alain ließ euch hier gegen die Spanier kämpfen und eilte zum See voraus. Er hat euch benutzt. Lasst ihn frei. Ich traue keinem von euch. Aber ich weiß nicht, was ich von Alans Taten halten soll. Ich schaue mir diesen Brunnen an und treffe dann eine Entscheidung. Naja, wenn das schon heißt, der wahre Feind, dann wissen wir doch jetzt, wer der wahre Feind ist. Oder what? So, anpassen. Wir haben wieder ein Bündchen. Heimathafen. Das ist unser Hafengebäude. Das ist ja ziemlich low. Eine goldene Uhr. Aha. Also golden sieht die jetzt auch nicht aus. Aber wie die Zeit vergeht, alter Falter. So. Neue Karten. Ich würde fast vermuten, dass das denn schon die letzte Mission werden könnte, eventuell. Oder die vorletzte. Mal gucken. Ich frage mich bloß, wann kann ich das hier eigentlich ausrüsten? Und zum... Eigentlich müsste ich ja hier... Hoch... Das schon drücken können, aber was... Muss ich dafür machen? Oder kostet das zwei Spielkarten oder sowas? Ich habe keine Ahnung. Weil so würde ich fast eigentlich erstmal sagen... Vielleicht noch die Ringschleuderer, aber ansonsten... Und eine Galeone. Ach so, Wäre Schiff eigentlich nicer.
Oder ich nehme das Holz. Das war da nur einmal, was soll's. Wir nehmen das Holz, ich hole mal Holz, nehme nö. So, weiter geht's. Morgen Lizzie und sein beeilen sich, die Mondziel zu erreichen. Hat Ellen die Ritter des heiligen Johannes verraten? Seht, um den See herum sind überall Ritter. Nicht nur Ritter, der Zirkel. Seht ihr die weißen Kreaturen? Seht ihr die Soldaten bei Alain? Die Knochengarde, Elitekämpfer des Zirkels. Das ist jetzt eine Sache unter Rittern. Erlen hat mich zu einem Bauern in seinem Spiel gemacht. Er hat den Orden verraten und dafür wird er zahlen. Wenn du Rache willst, verhindere, dass er seine Beute bekommt. Das Wasser des Brunnens. Was sagst du da? Vernichte ihn. Das ist der einzige Weg. Du kannst den Jungbrunnen nicht solchen Männern überlassen. Wir können Feuerschiffe bauen, aber ich habe nur noch wenig Schwarzpulver. Ich bin Osmane. Ich habe mehr davon, als ihr jemals brauchen könnt. Hol das Pulver, Sahin. Wir werden alles brauchen. Rammt den Brunnen mit einem Feuerschiff! Oh, ohne Basis? Ach du Scheiße. Okay. Wir können auf jeden Fall unser Schiff verbessern. Wir haben keinen Heimathafen, zumindest jetzt noch nicht. Commanderman? Yes, Commanderman? An Bord ist nichts. Zerstören Sie den jungen Brunnen. Ready. Yes. Ewol. Imenasor. Yes. Der Zirkel hat eine riesige stationäre Kanone auf der Klippe oberhalb des Mondsees aufgestellt. Ja, und wir werden sie erobern. Komm. Yes. Okay, also wird das jetzt erstmal das nächste Ziel. Jetzt haben wir drei Hellen. Evet. Mal gucken, ob die runterkommen. Bleiben stur stehen. Tamonos. Jelimosh. Evet. Leck mich! Wir haben die große Kanone erobert! Mit der stationären Kanone können wir Ziele zu Wasser und zu Land angreifen. Unser Planwagen ist gekommen. Lieber den Turm erstmal platt machen, ne? Mit der stationären Kanone können wir die gegnerischen Gebäude in der Nähe zerstören. Theoretisch kann ich damit auch den Jungbrunnen angreifen, oder nicht? Yes, die Männer so. Yes. Jung.
Commandos. Commandement. Avance! Yes? Oh, Dorfzentrum. Nee, nee, nee. Mal bitte. Oh, ist zu weit weg. Eine Kanone haben wir nicht gekriegt, nee. Nun können wir unser eigenes Lager am Südufer errichten. Komm on, los. Jede Marsch. Komm on, der Mann. Wie meine so? Ready. Be warm. Yes. Jeschel, schau, komm mit Jeschel. Im Bühn, Jeschel. Sehr gut. So, Plan war, kannst du hochkommen? Im Wind. Warte. Ewan. Commandement, Jimenez, Sir. Wenn wir die stationäre Kanone auf den Brunnen richten, können wir ihn zerstören. Das wäre ein bisschen krass eigentlich, wenn wir den jetzt zerstören und das Spiel vorbei wäre, oder? Also jetzt zum Abschluss der Folge würde ich es auf jeden Fall probieren. Aber ich vermute mal, das wäre zu einfach. Vielleicht sollten wir weitere Schlachtschiffe aus unserer Heimatstadt anfordern. Ein weiteres Feuerschiff ist eingetroffen. Was macht denn noch Sinn? Commandement? Yes, Hookester. Yes? Gatherer. Was soll ich? Evet, ileri marş! Da ist ja noch einer. Wir müssen unsere Verteidigung verbessern und unser Militär verstärken. Okay, falls es aber noch einen Dorfbewohner, da würde ich nämlich hier auch gleich einen Turm hinstellen, damit die mich hier nicht so abfacken. Ach so, ich kriege ja jetzt schon Nachschub, bräuchte okay, ne? Ach, hier unten sind auch welche. Okay, Holz, Nahrung, Münzen, ich glaube. Ich sollte noch mehr auf Holz gehen.
Holz und Münzen. Zack. Ready. US! Edit! Komm on, damit ist. Recht. Wieso kann ich die noch nicht? Achso, habe ich bereits einen. Man kann einmal insgesamt oder wie oder was? Oder habe ich den vorhin schon geklickt? Kann einmal entsendet werden. Jetzt machen die das alles kaputt. Die sollte eigentlich bloß das inne futsch machen. Dann gucken wir gleich nochmal oben, was da sich vielleicht in der Karte noch verbirgt. Wir müssen unsere Angriffe auf den Jungbrunnen fortführen. Ja, ja. Ach, guck mal, da geht's rum, ne? Das ist gar keine einzelne Insel hier. Ein weiteres Feuerschiff ist eingetroffen. Heil. Commandment. Ready. Recht. Dann sollten wir unsere Flanke hier auch noch sichern. Recht, recht. Avance! Commandment. Yes. Na dann, probieren wir es mal, würde ich sagen. Machen wir den Jungbrunnen platt. Oh. Alles klar, ich verstehe. Yes. Heil. Ist das denn jetzt billiger insgesamt? Eventuell. Ready. Gut, dann machen wir hier erstmal ein Aufnahmepäuschen. Spitze, bedanke mich. Bis denn.